Jetzt füllen. Das ist die Waffe eines jeden. Eine elegante Waffe für zivilisierte. Gegen so ein Spielzeug bestehen, das ist eines. Gegen Menschen ist was anderes. Finde deine Freunde. Das übernehmen wir. Uns wird nichts mehr im Weg stehen. Tu es oder tu es nicht. Es gibt keine Versuchung. Und jetzt erfülle dein Schicksal. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier bei Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Ich freue mich wie wahnsinnig. Ich habe mich so auf dieses Spiel gefreut. Ich fiebere diesem Spiel schon seit Monaten entgegen. Ich hatte ja vor einer Weile schon vor, Lego Star Wars zu spielen und habe dann erfahren, als ich damit anfangen wollte, dass diese Skywalker-Saga kommen soll. Alles neu, alles schön, alles toll. Alle neuen Filme in einem Spiel und habe dann gedacht, nee, da warten wir jetzt noch. Die paar Monate halten wir jetzt auch noch aus. Und da ist sie. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es wurden wohl einige Sachen verändert im Gegensatz zu anderen vorhergehenden Lego-Spielen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das nun auf das Gameplay auswirkt. Ich habe mich da noch überhaupt nicht gespoilert, habe mir dazu nur einen Trailer angeguckt bis jetzt und sonst gar nichts. Sachen verändert wurden, das habe ich von meinem Hintergrund erfahren, ja. Ansonsten weiß ich aber nichts, wie hier alles aufgebaut sein wird und so weiter. Und deswegen bin ich eben, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, was wir hier erleben werden. Und ich freue mich so wahnsinnig darauf, Leute. So, bevor wir jetzt aber anfangen, möchte ich nochmal ganz kurz eine Sache ansprechen. Und zwar wurde ich empfohlen bei jemandem auf dem Kanal. Das finde ich total schön. Wow. Ich habe mich richtig gefreut. Es kamen Menschen zu mir in meine Videos quasi und haben gesagt, hey, du wurdest empfohlen. Und zwar vom Strolli, so heißt der Kanal. Und ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Strolli. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Empfehlung. Ich habe mich da sehr, sehr drüber gefreut und möchte auch dich hier empfehlen an meine Zuschauer. Wenn ihr da Interesse habt, schaut doch gerne mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Soweit ich das gesehen habe, gibt es da sehr viel Nintendo-Content und auch Livestreams macht er wohl. Und ja... Wie gesagt, guckt gerne mal vorbei. Ich werde mal den YouTube-Kanal bzw. den Twitch-Kanal von ihm unten in meine Videobeschreibung tun. Und dann könnt ihr da gerne mal reinschauen. Nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass du mich empfohlen hast. Das sowas ist immer... Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Ich bin so ein kleiner Kanal und ich freue mich da wirklich sehr drüber. Danke nochmal. So, meine Lieben. Und jetzt fangen wir aber an. Drücken hier mal Start. Ja... Ich hatte hier vorhin so ein paar Sachen schon mal eingestellt. Ich hoffe, das passt alles mit dem Ton. Deswegen steht hier Spiel fortsetzen. Wir machen aber ein neues Spiel. Und nehmen da auch gleich diesen Spielstand. Den überschreiben wir. Das ist, wie gesagt, nur zum Einstellen gewesen. So. Willst du diesen Spielstand wirklich? Ja. Möchte ich. Achso, halten. Okay. Und dann geht's los, liebe Leute. Mit Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. So, und ich habe mich beraten lassen von meinem Hintergrund, wie ich hier anfangen muss. Denn, ihr seht schon, wir können hier am Anfang drei Episoden auswählen.
Mir wurde gesagt, du musst mit Episode 1 anfangen. Logisch, irgendwie, ne? Die dunkle Bedrohung heißt sie. Es ist wohl so, dass hier das immer der Anfang von den jeweiligen Trilogien quasi ist, ne? Das ist der Anfang wahrscheinlich dann von der zweiten Trilogie und, wo haben wir es? Hier. Das ist dann der Anfang der dritten Trilogie quasi. Es sind ja 9 Filme. Wir fangen aber ganz am Anfang an, natürlich mit Die dunkle Bedrohung Episode 1. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Oh, ich bin so gespannt, Leute. Episode 1. Die dunkle Bedrohung. Die Galaktische Republik wird von Unruhen erschüttert, Besteuerung der Handelsrouten zu weit entfernten Sternensystemen ist der Auslöser. In der Hoffnung, die Angelegenheit durch eine Blockade mit mächtigen Kampfschiffen zu beseitigen, hat die, unersättliche Handelsföderation jeglichen Transport zu den kleinen Planeten Naboo eingestellt, während der Kongress der Republik endlose Debatten über diese beunruhigende Kette von Ereignissen führt, entsandte der oberste Kanzler insgesamt 2 Jedi-Ritter, Wächter des Friedens und der Gerechtigkeit, um den Konflikt beizulegen. Das ist sehr schwer zu lesen, dieser Text, aber wir haben es ja hingekriegt. Wenn das so nach hinten weg geht und dann noch so komisch quasi auf dem Rücken liegt, ist schwierig. Aber schauen wir mal. Da kommen sie, die beiden Jedi-Ritter. Die Botschafter des obersten Kanzlers wünschen, an Bord kommen zu dürfen. Bin ich noch im Bild? Wie schaltet man das aus? Aber gerne. Wie ihr wisst, ist unsere Blockade völlig legal. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. So, leider nicht die Originalstimmen. Aber hier wieder der typische Lego-Humor. Lenke das Schiff mit dem linken Control-Stick nach links oder rechts. Verwende L, um das Schiff hochzuziehen oder abzusenken. Ja. Halte X gedrückt, um zu beschleunigen. Okay. Doppelt X und dann X für Schub halten. Also X halten für Schub. Okay, also doppelt X und dann halten. Drücke R2 zum Feuern. Okay. Wenn du die Steuerung anpassen möchtest, geht das jederzeit im Pausemenü. Okay. Wir können an Bord gehen. Zeit mit den Verhandlungen zu beginnen. Ah, da unten steht es dann auch nochmal. Sehr gut. Wir können an Bord gehen. Begib dich auf das Kampfschiff der Handelsföderation. Okay. Hier landen? Ja, bitte. Ah, cool. Weltraum über Naboo, Kampfschiff der Handelsföderation. So, ich werde die erste Folge auch ein bisschen länger machen, so eine Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr, damit wir hier gleich den besten Auftakt haben. Okay, da hinten steht jemand. Muss ich jetzt mal gucken. Was kann ich hier alles machen? Was ist das? Ah, die Karte. Okay. Das scheint die Karte zu sein. Da können wir uns hier mal angucken, was hier alles ist. Was haben wir da? Ziel. Für die Geschichte, ja. Ja. Dann haben wir hier die Charaktere. Charakterauswahl. Obi-Wan und Qui-Gon haben wir hier. Qui-Gon Jinn ist ein weises und respektiertes Mitglied des Ordens der Jedi. Als ihm ein Sitz im Rat der Jedi angeboten worden war, lehnt er ihn ab, um seinen eigenen Weg zu gehen. Diese Art von unvorhersehbaren Entscheidungen zeigt, wie einzigartig Qui-Gon unter den Jedi ist. Obi-Wan Kenobi ist immer noch ein Padawan-Schüler, zeigt aber ein ausgeprägtes Verständnis der Macht und ist sehr geschickt mit dem Lichtschwert. Er ist nicht immer mit den Methoden seines Meisters Qui-Gon Jinn einverstanden, aber respektiert dennoch seine Weisheit. So, da können wir uns also unsere Leute in der Gruppe hier offensichtlich angucken. Dann haben wir noch die Schiffsauswahl. Okay. Sternenschiffe, Großkampfschiffe, Mikroschiffe. Meine Güte. Da gibt es wieder einiges zu sammeln. Das finde ich ja immer sehr toll in diesen Spielen. Warum geht dieser Punkt da oben nicht weg? So, was haben wir hier noch? Ach du lieber Himmel. Was ist das? Skills?
Oh weh, okay. Oh, mit Skills, da bin ich ja nicht so gut. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. So, dann sind hier unsere Aufträge. Level Minikits. Oh, 255 können wir da finden. 135 Herausforderungen. Oh, Verzeihung, ich bin gerade ein bisschen müde. Die dunkle Bedrohung. Was bedeutet das? Ach du lieber Himmel. Okay, da gibt es dann in jeder Episode dann auch noch bestimmte Herausforderungen. Und dafür gibt es dann einen Küberstein. Okay. Aha, interessant. Nebenaufträge. 140 Nebenaufträge gibt es hier in dem Puzzle. Rennen und Prüfungen, Herausforderungen. Oh, wir haben einiges zu tun. Aktueller Auftrag. Verhandlung. Begib dich auf das Kampfschiff der Handelsföderation. Rede mit TC14. Cool. Boah, ich würde das Spiel wirklich gerne auf 100% spielen, Leute. Ihr wisst es ja, wie immer. Mal schauen, ob wir das schaffen. So, wir sind gerade hier, Episode 1. Da können wir uns wahrscheinlich nochmal das Video angucken. Oder so, ich weiß es nicht. Und offenbar hat Episode 1 fünf Unterkapitel, würde ich mal sagen. Wenn ich das da unten richtig sehe. Ne? An den Punkten, die da unten sind. Was haben wir hier noch? Achso, das ist quasi sozusagen, können wir uns hier Sachen durchlesen. Ja, irgendwann machen wir das bestimmt mal. Ja, werde ich mal so nach und nach hier so Sachen vorlesen. Im Moment erstmal nicht. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal, wie kann ich denn kämpfen? Ah, so geht das, okay. Okay, werfen. Ah ja, interessant. Und da oben zählt es dann die Stats zusammen, alles klar. So, wie machen wir das jetzt? Gucken wir uns gleich alles an oder machen wir die Episoden erstmal so? Ich glaube, wir machen erstmal die Story, weil man kann am Anfang sowieso meistens noch nicht alles machen. Und deswegen werden wir das nachholen, sobald wir da quasi alle Charaktere haben. So geht die Kamera. Okay. Gut. Also, dann willkommen, wollen wir mal reden. Ich bin TC14. Zu euren Diensten. Mhm. Reden? Mit wir Kreis. Wir fühlen uns durch euren Besuch sehr geehrt, Botschafter. Hier entlang, bitte. Okay. Also hinterher. Verzeihung, ich habe heute schon wieder einen Frosch im Hals. Es tut mir leid. Ich habe da immer noch ein ganz mieses Gefühl. Konzentriere dich nicht auf deine Befürchtung, Obi-Wan. Richte deine Konzentration auf das Hier und Jetzt, wo sie hingehört. Aber Meister Yoda sagte, dass ich mir der Zukunft bewusst sein soll. Aber nicht auf Kosten des Augenblicks. Sei dir der lebendigen Macht bewusst, junger Padawan. Ja, Meister. Hier entlang, Botschafter. So, hier gibt es viel zu entdecken, aber ich werde jetzt mal noch nicht so viel machen. Wie gesagt, wir machen mal straight die Story vielleicht erstmal durch. Und hinterher machen wir dann natürlich noch diese ganzen, 100% und so. So, wir haben offenbar keine Leiste mehr, die die Stats oben zählt für die einzelnen Kapitel. Macht es euch bitte bequem. Mein Meister wird in Kürze bei euch sein. Wie wird dieser Handelsvizekönig auf die Forderungen des Kanzlers reagieren? Diese Föderationsvertreter sind allesamt Feiglinge. Die Verhandlungen werden nicht lange andauern. Werden sie endlich beginnen, meint ihr? Ist es bei ihnen üblich, uns so lange warten zu lassen? Nein. Ich spüre ungewöhnlich große Furcht angesichts von etwas so Banalem wie diesem Handelsdisput. Ah ja. Halte Kreis gedrückt, um den Gegenstand mit Hilfe der Macht anzuheben. Hm? Okay, horizontal, ja. Und nach oben mit dem anderen Stick. Ist klar. Ui. Oh, was habe ich gemacht? Achso, ich habe es einfach wieder hingestellt. Ach, muss ich die da an den Tisch ranstellen? Das kann natürlich... so. Das kann natürlich sein, dass es eine Aufgabe hier ist. Dann werden wir das mal tun. Räumen wir hier mal ein bisschen auf. So. Ah ja. Das klang nicht banal. Ah. Dioxys. Wir müssen hier weg.
drücke Viereck, um eine Angriffskombo einzuleiten, ja? Probier einen anderen Angriff auf X oder... Okay. Okay. Okay, kämpfen. Ups. Wollte gerade sagen, kämpfen ist nicht so schwierig. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Da sind noch welche. Ich knall dich ab, hat er gesagt. Oh yeah. So, wir sollen hier entkommen. Das kriegen wir doch vielleicht hin. So. Wie gesagt, es gibt hier offenbar keine Leiste mehr, die aufgefüllt werden muss. Für die einzelnen Kapitel hatte man ja sonst immer so eine Stat-Leiste. Das hieß dann zum Beispiel eben jetzt hier bei Star Wars Wahrer Jedi oder so. Ich weiß gar nicht, ob es das gar nicht mehr gibt oder ob das dann einfach nur nicht mehr angezeigt wird. So. Da müssen wir offenbar lang. So, der hat ein Schild gehabt. So, ist ein Herz noch aufgelegt. Herzen gibt es auch nicht mehr. Man hat normalerweise immer so viel Herzen gehabt. Es gibt jetzt eine Lebensanzeige. Ganz offensichtlich. Oh, wartet mal. Da war gerade was Besonderes. Das muss ich gleich nochmal gucken, ob ich das nochmal getriggert bekomme. Hier bei dem vielleicht. Ah, so ein Special-Angriff quasi. Ist cool. Oh, aua. Das war, glaube ich, nicht so gut. So, man verliert Stats, wenn man stirbt, logisch. Wir müssen hier irgendwie raus, offensichtlich. Schauen wir mal. Da entlang. Oh, und da hinten scheint es rauszugehen. Okay. Schneide mit L ein Loch. Muss ich? Ah, okay. Da drüben, eine Invasionsarmee. Wir müssen runter auf den Planeten und die Naboo warten. Schleichen wir Geschichte uns fortsetzen, ja bitte. So, jetzt sind wir auf Naboo. Dong, 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 dong. Wie gut! Mixe sein Jaja Binks! Mixe euer Diener! Verschwinden wir hier, bevor noch mehr Druiden auftauchen. Dong, 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 dong. Wie witzig einfach. Oh, wie gut. Da oben sehe ich was Besonderes. Ja, wie gesagt, solche Sachen, die machen wir jetzt erstmal nicht. Wir machen erstmal nur die Story. So. Jaja. Wir müssen einen sicheren Ort finden und die Naboo vor dieser Invasion warnen. Entschuldigung bitte, aber am meisten sicheres Platz würde sein Otogunga. Eine verborgene Stadt. Kannst du uns dahin führen? Hier entlang. Kommen. Otogunga. Dann wollen wir mal mitgehen. Wir untertauchen müssen, Okedode. Ah, aber ich euch warnen muss, die Gungans nicht mögen. Fremdlinge also nicht herzlichen Empfang erwarten. Oh, keine Sorge. Das ist nicht gerade unser Tag der herzlichen Empfänge. So, wohin? Sollen wir mit ihm reden? Folge Jaja Binks. Ah, so. Oh Gott, oh Gott, das war Pump an. Der Arme. Oh, wie cool. Guckt euch das an, wie schön es hier ist. Mein Gott. In den ersten Star Wars Teilen hat man das gar nicht so richtig gehabt hier, dieses Otogunga. Also die Stadt der ich hoffe, ich sag's richtig. Aufsitzen. Was?
Okay. Aufsitzen. Oh. Alles klar. Ich verstehe. Sehr interessant. Gut, gehen wir mal hinter Jaja her. Stehen gebleibt. Hey ho, hallo, Captain Tarpitz. Bist du wieder da? Nicht schon wieder, Jaja. Du sie jetzt kommt zu die Boss. Du sie stecken in großes Kacker diesmal. Großes Kacker? Wie frech. Du sie stecken in großes Kacker diesmal. Jaja. Bisschen peinlich sein, aber mittlerweile ich von dort verbannt worden. Ich vergesse das. Das klingt hier etwas, das man sich besser hätte merken sollen. Wie ich sage. Kein Verstand. Willst du uns vielleicht auch sagen, warum du verbannt wurdest? Jaja, Tollpatsch. Er gecrasht. Hey, Flibla Bongo von die Boss. Ich hätte gesagt. Das war versehen. Ja. Jaja, versehentlich Hände vom Steuer genommen, um leckere Käfer fangen. Okay, die Stats scheinen hier auch ein bisschen länger liegen zu bleiben als in allen anderen, in anderen Spielen. Das fand ich bei Lego immer so ein bisschen blöd, dass man nicht die Zeit hatte, alles aufzusammeln. So. Da ist jemand zum Sprechen. Hallo? Gungans seien furchtlose Krieger. Wir sie kämpfen um unser Zuhause tapfer und ohne Angst. Aber nicht alle Gungans so sein. Haben ihr sie schon Jaja getroffen? Gungans sagen die jetzt. Hier heißen die nicht einfach Gungans? Also ja, Gungans. Das finde ich irgendwie... Naja, gut. Naja, gut. So, müssen wir hier rein? Wir müssen hier Sachen platzieren. So. Zack. Und dann kriegen wir die Tür auf. Und weiter geht's. Ach, jetzt kann er auf einmal rennen, ja? Wow. Moment. Oh. Oh Gott, was habe ich getan? So, jetzt. Da rein? Ja. Nein. Oh Gott, falsch gedrückt. Ja, bitte. Eine Droidenarmee will die Naboo angreifen. Wir sie die Naboo nicht mögen. Wir müssen sie warnen. Wir sie euch geben werden einen Bongo. Der schnellste Weg zu die Naboo geht mitten durch Planetenkern. Was geschieht nun eigentlich mit Jaja Binks? Hinfort mit ihm. Okay. Ganga City. Weitere Infos. Wie. Wieso? Ah, so, okay. Ach du lieber Himmel, okay. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das mal hier an. Wow, die Galaxis ist riesig. Wir sind gerade hier auf Naboo. Da gibt es noch zwei andere Planeten hier in dem Bereich, wo wir gerade sind. Trailing Sectors, okay. Wow. So, dann haben wir noch... Alter, okay. Was ist das hier? Obi-Wan klassisch. Ah, da kann man für jeden Charakter noch unterschiedliches Aussehen rausfinden, oder? Also ein, oder wie? Was ist das? Cara Dune? Wow! Ah, das sind die... Und okay. Das sind die Charaktermarken, die wir schon haben, offensichtlich. Kira. Tobias Beckett. Lando. Oh, wow! Jaja Binks. Kann ich mir den angucken? Ich möchte mir den gern angucken. Info. Jaja Binks ist ein unglückseliger, aber dafür fürsorglicher Gungan vom Planeten Naboo. Während der Invasion der Handelsföderation auf seinem Planeten fand er sich glücklicherweise in der Gesellschaft von zwei Jedi wieder. Jetzt begleitet er sie auf einer Mission zur Befreiung seines Volkes. Ja, ich würde hier gerne mal von den Charakteren die Sachen vorlesen. Ah, okay. Was haben wir hier noch? Irgendwo haben wir offensichtlich schon ein Schiff. Da.
Republikanischer Kreuzer. Gibt es da auch noch Infos dazu? Ja, oh mein Gott, ich habe so viel vorzulesen. Ja, ich glaube, diese Sachen lese ich dann mal entweder nach und nach oder ganz am Ende mal alle vor, wenn wir alles gefunden haben. So, mein aktueller Auftrag ist... Begib dich zum Triblasen-Bongo-Dock. Okay. Werden wir das mal tun. Und das ist da unten irgendwo. Wollen wir hier runtergehen? Ja. Dann machen wir das. Hier sind wir. Tür ist zu, aber überlass das nur mich. Überlass das nur mich, so hat er gesagt. Oh, der ist nicht mitgegangen. Warum denn nicht? Normal laufen die einem doch immer nach. Ach so, wir sind... Nee, hä? Wo sind wir denn? Kann der nicht hier runter? Die euch heißt, ich mache mir mehr Sorgen über deine Geschichte mit Unterseebooten. Keine Sorge. Okay. Er wird nicht lenken. Wie kommen wir denn da nach unten, ohne dass Jaja stirbt? Wartet mal. Mich haben keine Ahnung, wie das Glanzdings darauf kommt. Dieses Mal komisch. Ganz sicher. Das Glanzdingens? So, da oben scheint also ein besonderer Stein zu sein, wie es aussieht. So, wie komme ich jetzt nach da unten? Jetzt mal so ganz ehrlich gefragt. Da hinten gehen Wege nach unten. Wartet mal. Also. Hier? Nee. Da oben hoch. Ah ja. Ah. Okay, der Pfeil zeigt uns ja immer gut die Richtung an hier. Das ist schön. Das ist sehr schön. Gut. Oh, Gangen City ist auch so riesig. Krass, krass, krass. Ich nehme an, der kann das nicht. Nee. Genau, wollte gerade sagen. Das ist dann etwas, was ein anderer Charakter kann. Hier diese goldenen Kisten öffnen. Deswegen, wie gesagt, machen wir hier noch nicht so viel, weil ich eben ja eh nur jetzt im Moment diese drei hier habe und die können das wahrscheinlich gar nicht. Deswegen, ja, machen wir einfach erstmal die Story. Ah, ach so. So, und so. Ihr wurdet durchgeknallert. Fahren durch das Planetenkern. Hier euch, Sabongo, wenn ihr bereit für Verprügeleien. Okay, Level starten. Oh, es macht Spaß, Leute. Es macht richtig Spaß. Sieht so gut aus auch. Wahnsinn. Uns leiten. Keine Sorge. Oh nein, nein, nein! R2? Schnell, schieß! R1 muss ich drücken oder was? Ihr seid gleich Imbiss! Ah. Diese Kreatur ist uns im Weg. Schieß sie ab, Obi-Wan. Oh. Haka, Haka! Ah! Hilfe! Was ist das da? Oh mein Gott! Ah. Ah. Okay. Was? T-Rex? Oder was war das gerade? Es gibt immer einen größeren Fisch. So, hier hätte ich jetzt Minikits sammeln können, habe ich gerade gesehen. Das habe ich jetzt nicht geschafft. Und nun? Fliehe durch den Abgrund. Wir verlieren Energie.
Ruhig bleiben. Das ist noch kein Problem. Ihr verrückt! Wann ihr sie denken, wir sind ein Problem? Wir haben wieder Energie. Volle Kraft voraus. Mich hat doch gesagt, Planetenkern, böse Nummer. Dein unerschütterlicher Optimismus macht wirklich Mut, Jaja. Er spielt mit uns. Ja, aber wir sollten ihn dennoch verletzen können. R1, Hilfe. Mein Shit. Hilfe. Ah, der hat mich nicht getroffen. Sehr gut. Ja, aber wir haben ihn getroffen. Da kommt wieder der T-Rex. Nee, was ist das? Keine Ahnung. Irgendwas anderes. Irgendein, unser Freund hat wieder Hunger. Irgendein Tier, was hier rumschwimmt. Schön, schön. Wir müssen die Königin finden. Ah, der Sieg ist unser. Dummer Stuhl. Okay, jetzt müssen wir... Ein größerer Fisch. Level abgeschlossen. Ein Küberstein, denke ich mal, ist das. Fortfahren. Mhm. Ah, das ist die Leiste. So. Ah, wir waren also vorhin irgendwie in der Oberwelt. Und das war jetzt die Leiste quasi, die ich vorhin gemeint habe. Für Vara Jedi, ne? Ihr wisst, was ich gemeint habe. Gibt dann pro Abschnitt auch nochmal einen Stein. Herausforderung. Was, kann ich nicht sehen, was ich da machen muss? Nee, Flossen weg. Holo, Flower, Fisch. OP-Rolle. Na gut. Da müssen wir dann mal gucken, was wir da rausfinden. Ein Minikit haben wir gefunden. Okay. Ja, solche Sachen, die holen wir dann alle nach, ne? Wie gesagt, wenn wir dann mehr Charaktere haben und wenn wir die Story durchgespielt haben, werde ich gucken, dass ich das alles nachhole. Eventuell im Stream, da müssen wir mal sehen, aber vorerst sage ich mal da noch nichts dazu. Wir spielen jetzt erstmal die Story. Mit Kübersteinen kannst du deine Fähigkeiten verbessern. Öffne nun mit Hilfe von, ja, dieser Taste deinen Holoprojektor und gehe zum Verbesserungsmenü. Mhm. Drücke nun X, um allgemeine Verbesserungen auszuwählen. Mhm. Halte nun X gedrückt, um mit Hilfe deines Kübersteins die Verbesserung schneller Sprint freizuschalten. Wenn ich aber eine andere will... Na gut, dann kaufen wir die. Schneller Sprint. Du kannst schneller sprinten, während du die Galaxis erkundest. Lauf ohne Unterbrechung oder drücke L, um mit dem Sprinten zu beginnen. Okay. Dann machen wir das mal. Die Verbesserung wurde aktiviert. Wenn du weitere Kübersteine und Steinchen, also Stats, gesammelt hast, kannst du von hier aus weitere Stufen des schnellen Sprints und andere Verbesserungen freischalten. Schließe nun mit Hilfe von deinen Holoprojektor. Okay. Das möchte ich mir nochmal genauer angucken. Also. Wartet mal. Herausforderungen. Zerstöre die goldenen Schiffe, die in der Galaxis verstreut sind. Mhm. Wo ist der Wookie? Rede mit dem wandernden Wookie, der durch die ganze Galaxis reist. Ah, hier können wir jetzt schon ein paar Sachen sehen. Okay. Jetzt wollte ich aber gerne... wartet mal, wo war das? Level-Herausforderung, das wollte ich mal sehen. Kann ich sehen, was ich da machen muss? Gerücht nicht gefunden... Ah, das sind dann so Infos, was ich da machen muss. Nee, das kaufen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wenn wir da irgendwann nicht weiterkommen, dann können wir das gerne mal machen. So, auf Naboo. Eat Paungasee. Gibt's auch noch Sachen, die man extra machen kann. Eieiei. Ja, hier gibt's einiges zu tun, liebe Leute. Gut, gehen wir erstmal weiter.
Wartet mal, was ist das? Manche Sachen werden mir so blau angezeigt, aber ich glaube, das sind einfach Sachen, die ich zerstören kann, ne? Ja. Scheint so. So, da ist jetzt wieder keine Anzeige. Das heißt, wir befinden uns in einer Art Oberwelt. Ja, ich würde schon sagen, ne? Wenn da steht Level starten, dann sind wir in einem richtigen Level. Hier jetzt zum Beispiel. Royale Rettung, Geschichte fortsetzen. Jupp. So, wo lang? Da. Boah, wie die Welten verändert haben. Das ist alles viel größer und viel schöner, wie das hier aussieht. Naboo, Alter. Ich kann gar nichts sagen. Das ist, die Grafik gefällt mir auch total gut, ne? Für ein Lego-Spiel halt. Aber es ist alles so schön. Oh mein Gott. Oh. Schnell weg. Oh nein! Die Mechaniks haben die Königin! Ich nehme an, sie bringen sie zu ihrem Schiff. Wenn ihr Schiff im Hangar gedockt ist, haben wir etwas Zeit, um sie abzufangen. Zack, 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 zack. Fatme, ich rette dich! Sind wir jetzt in Sicherheit? Ich denke schon. Aber wem haben wir unsere Rettung zu verdanken? Carlo. Wir sind Botschafter des obersten Kanzlers. Wir müssen dringend Verbindung mit der Republik aufnehmen. Habt ihr Transporter? Im Haupthangar, hier entlang. Ihr seid super heftig. Oh. Ihr seid super heftig. Es ist nicht weit. Bleibt dicht bei mir. Die Königin okay, ist hier nicht sicher. Wir haben jetzt den Sprint freigeschalten. Ah, da können wir schneller laufen. Genau. Okidoki. Königin Abidala und natürlich Padme. Mehr Droiden. Lass sie nicht entkommen. Ach, Ruhe. Er hat auch einen heftigen Kampfstil. Ist schon krass, ne? Na, Loni? Was ist los, meine süße Maus? Hm? Katze will unbedingt schmusen. Na, komm her. Komm her. Kannst mit der Mama schmusen. Komm her. Leg dich hin. Ach, Mäuschen. Wartet mal einen kleinen Moment. Ich muss hier mal eben mit der Katze dealen. So, geht das so? Kommen wir so klar, wir beiden? Ja? Supi. So kann die Mama nicht spielen, liebe Luna. So? So, okay? Gut. Gut, Spätzelchen. So können wir das machen. Bisschen unbequem, aber ist okay. Ja, der Papa ist gerade nicht da, deswegen muss Luna mit der Mama Vorlieb nehmen. Oh, ich wollte dich nicht wehtun, Jada. Es tut mir leid. Wo sind die jetzt hingelaufen? Da. Hier geht's weiter. Ach, Mäuschen. Hm? Ja. So. Wo laufen die denn hin? Zu irgendeinem Hangar, haben sie gesagt, glaube ich. Oh, das hier will ich nochmal machen. Mach nochmal. Ja, genau, das da. Hepsi Bepsi. Yeah! Jum, 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 jum. Da ist noch einer. So. Okay. Lasst uns weitergehen, da ist keiner mehr. Kommt schon, wir müssen hier abhauen. Ihr wisst gar nicht, wie ich hier gerade spielen muss. Die Katze im Arm, den Controller auf der Katze, die Katze zwischen mir und dem Mikrofon. Das ist sehr, sehr angenehm alles. Hm? Hauptsache, dir geht's gut, ja. Die Königin kommt mit uns. Das glaube ich nicht, dass die Königin mit euch kommt. Ich denke eher, wir nehmen sie mit. So. Noch einer da. Zack, die Babst. Achso, nee, das ist R2-D2, glaube ich. Ach, R2-D2, was rede ich denn für einen Quatsch? Nein, C3PO, was... Nee, das ist nicht C3PO, oder? Ist das C3PO, Anno? Ach nein, hier kann man Extras kaufen. Es ist nicht C3PO, er sieht nur ein bisschen aus wie C3PO. Das ist aber das C3PO haben wir natürlich Hoheit. Noch gar nicht. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Geschichte fortsetzen. Wollen wir das machen, Luna? Ja, ich glaube schon, ne? Och, Mäuschen, hm?
Da ist die Blockade. Ihr Schildgenerator wird getroffen. Da war gerade. Da ist erst Rudizu. Ein Rudizu und jetzt Rudizu. Der kleine Druide hat's geschafft! Yay! Wir haben nicht genug Energie. Der Hyperantrieb hat ein Leck. Oh Gott! Hier, Meister. Tatooine. Er ist klein, abgelegen und arm. Die Föderation hat dort keinen Einfluss. Was ist denn mit ihm? Oh, jetzt müssen wir hier schön durch die Galaxis-Düsen, Leute. Irgendwelche Vorschläge, wo wir landen sollen? Bei Mos Espa eine Notlandung. Am ehesten können wir die benötigten Teile im Raumhafen Mos Espa finden. Dann auf nach Mos Espa. Aber lande ein wenig außerhalb. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Können wir denn hier vielleicht auswählen, wo wir hin wollen? In den Weltraum reisen. Übersteinkomet. Moment. Hier. Wir wollen dahin. Karte anzeigen. So, macht er dann eine Schnellreise? Nee, das will ich ja nicht. Ich will ja selber fliegen. Oh Gott. Ja. Na, so vielleicht? Ja. Können wir die Dinger hier eigentlich abschießen? Nee. So. Miau. Umdrehen? Oh, hä? Aber wir sollen doch nach Mos Espa. Mos Espa ist da. Ah. Hä? Was zur Hölle? Nochmal. Also. Schmeckt's dir, Luna? So, ich möchte. Er prallt da immer ab. Okay, wartet mal. Ich gehe mal ein Stück in die Richtung. So. Jetzt. So. Jetzt geht's. Okay, landen. Wir haben es geschafft, Luna. Ein schönes Schiff. Wenn man im Hintergrund wüsste jetzt, wie das heißt. Ich weiß das leider gerade nicht. So genau kenne ich mich dann mit Star Wars leider auch nicht aus, dass ich alle Schiffe auswendig weiß. Tatooine, Mos Espa. Yay! Ja. Wartet! Ihre Hoheit befiehlt, dass ich mit euch komme. Sie will mehr über diesen Planeten erfahren. Oh, das scheint aber... Ich bin Padme. Eine Dienerin der Königin. Das ist kein guter Gedanke. Aber wenn die Königin es wünscht... Okay, Padme geht mit uns. Also gut. Wir müssen jemanden finden, der die Teile verkauft, die wir brauchen. Und zumindest Padmes Stimme hört sich doch noch sehr gleich an. Da haben wir ein Rennen offensichtlich. Oder sowas in der Art. Wir gehen aber jetzt erstmal und suchen nach Teilen. Hallo, guten Tag. Das denke ich auch. Auf jeden Fall. Mhm. Oh, auch so schön gemacht hier, Mos Espa, ne? Wahnsinn. Hallo. Ich weiß, was ihr braucht. Ihr braucht... einen süßen kleinen Propellerhut für euren schäbigen Astromech. Unbedingt. Das gibt dem kleinen Selbstvertrauen. Jede Wette. Ja. Unbedingt möchte ich einen Propellerhut. Viele Völker und Druiden sprechen fremde Sprachen. Wenn du jemanden nicht verstehst, kann ein Protokolldruide für dich übersetzen. Ah ja. Mhm, interessant. Ich möchte unbedingt einen Propellerhut. Warum hat sie mir keinen gegeben? So, da entlang sollen wir gehen. Oh, Edith Twi'lek. Oh, es ist toll hier. Es ist so toll hier. Da ist noch jemand, mit dem man reden kann. Hallo, guten Tag. Hey, ich weiß gar nichts darüber, wie man Schiffe repariert. Hey, warum schaut ihr euch nicht lieber ein paar Podrennen an?
Die Straße müsst ihr lang. Macht mehr Spaß, als Hyperantriebe zu reparieren. Mhm. Hotrennen also. Guten Tag. Kauft ihr jetzt was oder nicht? Das hier ist kein Museum. Ihr könnt euch nicht einfach gratis umsehen und auch nicht gratis umriechen. Auch das kostet. Und haltet euch gefälligst die Ohren zu. Okay. Okay. Nicht umriechen. Was schaut ihr mich so an? Hab ich da was? Wo denn? Was ist das? Ein Käfer? Ich dreh gleich durch. Jetzt sag schon. Alles gut, da ist nix. Beruhigen Sie sich. Guten Tag. Lasst mich raten. Ihr sucht Schiffsteile? Na klar, jeder tut das. Dann solltet ihr zu Watto gehen. Sein Laden ist am anderen Ende der Stadt. Watto. Wir sollen zu Watto gehen. Ja, also übrigens, ich spiele das Spiel hier blind, logischerweise. Es ist ja erst rausgekommen gerade. Trotzdem würde ich euch bitten, falls ihr es selber spielt und schon weiter seid, mich nicht zu spoilern, was irgendwelche Sachen betrifft. Natürlich kennt jeder die Story von Star Wars, zumindest denke ich, dass jeder die Story kennt. Wie gesagt, trotzdem bitte keine Spoiler, das wäre sehr, sehr lieb, wollte ich nochmal dazu gesagt haben. Ich möchte gerne alles selber finden, außer ich bitte explizit darum, dann dürft ihr das aber jetzt erstmal noch nicht. So. Hallo. Hallo. So, Freunde, hier würde jetzt, glaube ich, das nächste Level starten. Ich würde aber sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal, meine Lieben, denn ich muss die Folge heute unbedingt noch rendern und hochladen, damit das nicht so lang wird und nicht so lang dauert, sage ich mal, machen wir jetzt bei einer Dreiviertelstunde erstmal Pause. Ja, wenn es euch gefallen hat, liebe Freunde, und ihr genauso viel Lust auf dieses Spiel habt wie ich, dann, meine Lieben, lasst mir doch gerne ein Abo da oder auch einen Daumen nach oben, gern auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier bei Lego Star Wars Die Skywalker Saga. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.